wir auf Seiten der Position glauben, dass es, dass wir die Idee schön finden von einem Individuum, von einem Menschen, der zu berufen ist, die Welt zu retten. Aber wir auf Seiten der Position glauben auch, dass es immer nicht so einfach ist, wie das eigentlich, wie das so klingt und wie die schöne Vorstellung ist. Was haben wir hier gehört in dieser Debatte? Nun, wir haben geredet über den Landesverrat, den Verrat in einem eigenen Land. Und da haben wir auf Seiten der schließenden Opposition gerade erklärt, warum es nämlich wichtig ist, warum man tatsächlich gegen ein Land sich verraten kann gegen ein Land, weil es nämlich die Gleichheit ist. Das hat nämlich die öffentliche Regierung so ein bisschen in Frage gestellt. Die hat gesagt, ja, ich kann doch einfach irgendwie tun, Informationen verbreiten und wenn das dann einen Schaden gibt, dann würde ich sozusagen auch relativ für diesen Schaden bestraft. Aber wir sagen eben, dass es eben mehr gibt, dass es nicht nur tatsächlich einen Schaden gibt, sondern dass es auch einen Schaden gibt in diesem Verhältnis zu dem Staat. Was haben wir aber hier gehört? Wir haben hier gehört, auf Seiten der Regierung erstmal, ja, eben es wird nach diesem Schaden bemessen. Und da hat die Chefin in der Regierung ja ganz deutlich gemacht, wurde jetzt die Debatte deutlich, dieser Schaden ist unglaublich schwer bemessbar, was jetzt gewisse Informationen überhaupt besagen. Dann wurde von der Regierung gesagt, ja, wir vertrauen irgendwie diesem Individuum, dass das einschätzen kann, wie groß dieser Schaden ist und geben ihm sozusagen Vertrauen den Menschen und erlauben es ihm deshalb, Informationen rauszugeben, die der Staat ihm verbietet. Da haben wir aber als erste die eröffnende Opposition schon gut dargestellt, dass das einzige Individuum das gar nicht einschätzen kann. Dass es ein riesen Informationsgerät hier gibt, was er dann nicht alles durchschauen kann, das heißt, diese Abwägung hier nicht treffen kann. Und hier hat Christian angeknüpft und hat gesagt, dass es vielleicht auch nicht nur aufgrund von Informationsmangel diese Entscheidung nicht richtig ist, sondern vielleicht auch, ihr selber gar nicht genau weiß, aus welchen Gründen ihr das dann natürlich tut. Denn jeder möchte gerne der Held sein, der diskutiert wird in den Massen. Jeder möchte gerne der sein, der am Ende dasteht, als würde er die Werte der Menschheit verteidigen und den großen, bösen Staat antreffen und sich hier als Held sehen würden. Aber dass es eben hier seine Abwägung, die er sowieso eigentlich aufgrund des Informationsmangels gar nicht treffen kann, auch noch weiter einschränkt. Was haben wir noch gehört? Nun, wir haben von den Seiten der Regierung, der öffentlichen Regierung, haben noch, ja, wir wollen den Diskurs stärken in der Gesellschaft. Und natürlich werden wir nicht sagen, dass der Diskurs über solche Themen nicht wichtig sind. Aber wir sagen, sie kommen von der falschen Stelle. Dieser einzelne Mensch hat nicht die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die bösen Seiten des Staates aufgedeckt werden, dass ein Diskurs aufgedeckt wird. Sondern wir glauben, dass es die Verantwortung da zum Beispiel an Parteien oder in anderen Stellen liegt und dass es eben dass der Beamte, der da eingestellt ist, wichtigere Pflichten hat in diesem Treueverhältnis. Aber das werde ich auch später nochmal eingehen. Dann wurde hier noch kurz geredet über die Glaubwürdigkeit, die die Staaten verlieren, wenn das rauskommt. Und da hat die Trägerin mit seiner Frage, glaube ich, schon richtig drauf gewürdigt. Die Staaten verlieren doch erst die Glaubwürdigkeit dadurch, dass es an die Presse kommt. Aber was war der Hauptpunkt, den ich hier auf Seiten der öffentlichen Regierung gesehen habe? Nun, die haben gesagt, ja, diese Werte sind so wichtig, diese Persönlichkeitsrechte. Und das klingt natürlich erstmal schön. Wir haben Persönlichkeitsrechte, die wir irgendwie als liberaler Staat in der ganzen Welt irgendwie durchsetzen wollen und fördern wollen. Das klingt wunderbar. Aber die Sache ist, es gibt auch andere Sachen, die hier wichtig sind. Ein Staat kann nämlich nicht nur funktionieren, wenn alle irgendwie für die Werte sterben. Erstens sind die alle etwas, jeder interpretiert die Werte ein bisschen anders. Aber so funktioniert nämlich eben nicht ein Staat. Und hier kommen wir nämlich auf dieses besondere Verhältnis zwischen diesem Angestellten oder dem Beamten oder wer es auch immer ist, der mit dieser Information, diesen Informationen getraut ist, und dem Staat und dieser ganzen Bevölkerung. Und warum das nämlich im Zweifel, warum das so fundamental wichtig ist, dass das nicht gebrochen werden kann und dass das eben wichtiger ist, als im Zweifel irgendwie eine Offenlegung von Verbrechen, wenn sie dann tatsächlich so stattfinden. Worauf basiert dieser Staat? Dieser Staatsapparat, dass er funktionieren kann, dass er handeln kann, dass Menschen sich an die Gesetze halten, dass Menschen darauf vertrauen können, dass er funktioniert. Es basiert darauf, dass die Bevölkerung eben auch das Vertrauen für ihre Sicherheit, für ihre Darstellung im Staat hingeht. Und wir haben, das sind ja auch große Sicherheitsprobleme, die hier eine Rolle spielen, das haben wir auch seit der Opposition gezeigt, eben Außenverteidigung, also Außenbeziehungen, was passiert in dem Fall von irgendwelchen Angriffen, die lege ich da, aber es geht auch eben um die Terrorbekämpfung oder innere Sicherheit. Das heißt, hier legt der,
gegen die Bürger eines Staates ein großes Vertrauen in diesen Staat und die Institution, dass das umgesetzt wird. Das ist der Fall. Du sagst, die legen ein riesiges Vertrauen in diesen Staat und in dieses System. Und eure Lösung ist, man soll in diesem System das irgendwie schaffen. Was ist das Problem, wenn das System krankt und man eben dieses System anprangert und das in der Weltöffentlichkeit tut? Was soll man tun, wenn man eben, wie bei der NSA, schon Vorläufer hatte, die versucht haben, ihre Repräsentanten anzuschreiben, abgeblockt wurden und man sieht, der einzige Weg, den ich habe, ist in die Weltöffentlichkeit zu gehen. Was sollen diese Leute brauchen? Haben das eben die Verteidigung. Diese Leute haben ein Schwurgeld. Diese Leute sind in einem engen Verhältnis, in diesem Treueverhältnis. Sie sind von dem Staat beauftragt, sie haben diese Verantwortung zu einem Teil von diesem Staat bekommen. Du kriegst diese empfindlichen Informationen, die wichtig sind für unsere Außenpolitik. Wie wichtig kannst du genau nicht einschätzen? Und wenn ich dadurch, dass ich eben sozusagen das Vertrauen auf was die Bürger mir gegeben hat in der Staat, wenn ich einen kleinen Teil davon, wir als einzelnen Menschen abspreche, dann ist das wichtiger, dass du dieses Vertrauen auch behältst, dass du keine Gefahr bringst, dass du darauf vertraust, dass der Staat irgendwie die Einschätzung besser machen kann, welche Informationen hier wichtig sind und dass auch wenn im Zweifel und auch wenn tatsächlich der einzelne Mensch dort sieht, dass der Staat hier gegen irgendwelche Rechte verstößt, dass er gegen Werte verletzt. Glauben wir, dass es wichtiger ist, dass dieser Staat trotzdem, dass der Staat sagen kann, du bist hier in einem Treueverhältnis, was du brichst, und deswegen begehst du tatsächlich ein Verrat an deinem Land. Deswegen ist es weiter klassifiziert als Landesverrat. Und es ist nicht nur irgendwie einen greifbaren Schaden gegen den Verrat, sondern es ist tatsächlich gegen dein Land gerichtet, was du hier tust. Außerdem haben wir gezeigt, ja, es gibt Wege mögen vielleicht schwer sein für einzelne Personen, aber das kann auf jeden Fall, könnte man diese parlamentarische Kontrolle, die Christian hier richtig gezeigt hat, könnte man trotzdem zumindest versuchen, erstmal einzuführen, das wäre man. Was haben wir Ihnen auf Seiten der Opposition gezeigt? Und wir haben Ihnen erstmal gezeigt, dass es unglaublich schwer ist, diesen Antrag durchzusetzen, weil wie soll man denn jetzt wirklich irgendwie einen Schaden berechnen? Dass es unglaublich schwer ist, diese Verantwortung auf ein Individuum zu geben, einzuschätzen, was denn jetzt gut ist. Vor allem, weil das Individuum gar nicht irgendwie demokratisch legitimiert ist, um hier zu entscheiden, ob ich da auch tätig werden sollte oder nicht. Aber was ist das wichtige Ding? Warum ist es tatsächlich Landesverrat und nicht nur irgendwie eine andere Strafe? Weil das ist ja das, was hier aus der Region gezeigt hat. Nun ist es Landesverrat, weil ich eben ein Vertrauen von meinem Land bekommen habe, weil ich ein Vertrauen von meinem Staat bekommen habe, diese Informationen empfindlich zu halten, diese empfindlich zu behandeln. Und wenn ich das eben breche, indem ich sie veröffentliche, dann begehe ich tatsächlich Verrat an meinem Land.